Hallo liebe Freunde, Diego hier. Ich melde mich wieder zurück mit einem neuen Video. Der neue, sozusagen neue, also Mitte der 90er Jahre erbaute Flughafen in Denver, im US-Bundesstaat Colorado, ist seit geraumer Zeit Objekt wilder Spekulationen und ja, sagen wir so, Verschwörungstheorien. Mal der Ort selbst, nahezu mitten in den Bergen, mal die riesige Fläche, 137,8 Quadratkilometer, also größer als Manhattan. Mal das Bild der Start- und Landebahnen aus der Vogelperspektive, die furchteinflößende Pferdestatue und die fast autarke Strom- und Wasserversorgung und zu guter Letzt auch das unterirdische Tunnelsystem werfen Fragen auf. Die Betreiber des Flughafens leisten sich Scherze am laufenden Band und verballhornen sämtliche gängige Verschwörungstheorien, Reptiloiden, Aliens und was auch immer. Aber Fakt ist, dass der Flughafen selbst nachweislich von einer Freimaurerloge gestiftet und von einem Rüstungskonzern erbaut wurde. Die Kollegen Norman Investigativ und Nuoviso haben sich schon diesem Thema gewidmet und ich kann euch beide Videos herzlich empfehlen. Mein Video über dieses Thema konzentriert sich auf die großen Wandbilder des Künstlers Leo Tanguma, durchaus ein Social Justice Warrior, ein selbsternannter Pazifist und Linksliberal und wie auch immer. Und diese Wandbilder, diese Murals, sind Allegorien und verraten abermals den Fußabdruck jener Ideologie namens Progressismus oder, wie es heute heißt, Linksliberalismus. Bleibt dran. Denver Airport, besser gesagt Denver International Airport. Hoax und Fakten. Ja, in der Tat gibt es sehr viel Verballhornung an diesem Flughafen, aber auch ein paar Fakten, ein paar Dinge, die es sich lohnt, unter die Lupe zu nehmen. Wir haben hier eben die Außenstruktur des Flughafens zu sehen. Ich würde einfach behaupten, das ist eine sehr ungewöhnliche Architektur für einen Flughafen. Und hier sehen wir das Luftbild der Start- und Landebahnen. Gut, viele sehen in dieser Struktur hier ein Hakenkreuz oder ein Swastika. Ja, die Sache ist aber die, also diese Anordnung ist dazu gedacht, dass man, egal aus welcher Richtung der Wind weht, dass man jede Landebahn, zumindest eine oder zwei Landebahnen nutzen kann. Weiter geht's mit diesem Pferd hier, mit diesem furchteinflößenden Pferd. Es ist wirklich kein Schaukelpferd. Der Norman, also vom Kanal Norman Investigativ, sieht in dieser Skulptur den vierten apokalyptischen Reiter und bringt dies in Verbindung zu dem Emblem der Mission Apollo 13. Aber ich will nichts verraten. Schaut euch bitte das Video von Norman Investigativ an. Link in der Videobeschreibung. Mir geht es ja um andere Geschichten, die hier eben am Denver Flughafen zu sehen sind. Dann haben wir hier ein Beispiel für diese Verballhornung, für diese Verarsche von Verschwörungstheorien. Wir kennen es wahrscheinlich aus Einkaufszentren, wenn etwas umgebaut wird, dann ist da eine Leinwand oder irgendwie etwas aus Styropor oder wie auch immer und drauf steht, wir bauen für euch oder hier eröffnet bald das Geschäft XYZ. Und am Denver Flughafen sehen wir solche Plakate. Was tun wir gerade? Neue Restaurants und Bars oder wir bauen das Hauptquartier der Illuminati oder wir modellieren die Frisur der Reptiloiden. Ja, so eben werden die gängigen Verschwörungstheorien veräppelt sozusagen an diesem Flughafen. Allerdings steht auch dort diese Tafel. Und diese belegt eindeutig, dass der Flughafen Denver selbst von einer Freimaurerloge gestiftet wurde, also finanziert wurde. Das sehen wir deutlich. Und der Erbauer ist eine gewisse Firma Martin Marietta Aeronautics. Der Name sagt auf den ersten Blick vielleicht gar nichts, aber wir sehen hier,
worum es sich dabei handelt. Es geht um einen Mischkonzern, der hauptsächlich in Raumfahrt- und Rüstungssektor tätig war und von 1961 bis 1995 bestand. Und der Grund sozusagen der Auflösung dieser Gesellschaft war eben die Fusion mit Lockheed Corporation. Das ist wiederum der Mutterkonzern von Lockheed Martin. Also ich würde einfach sagen, Lockheed Martin ist ein Begriff, das sind die Konstrukteure der legendären SR-71 Blackbird, die man auch in verschiedenen Filmen sieht. Aber die Martin Marietta selbst war an mehreren Rüstungs- und Raumfahrtprojekten beteiligt. Wir sehen ja auch ein paar aufgelistet. Auch hier Link in der Videobeschreibung. Mir geht es aber um die Wandbilder von diesem Mann hier. Leo Tanguma, nach eigenem Verständnis ein Social Justice Warrior. Und schauen wir mal, was er für Kunstwerke da aufgestellt hat am Denver Flughafen. Es geht eben um diese Wandbilder, diese Murals, ich würde einfach sagen Fresken. Und die sind sehr imposant, sehr farbfroh. Und das sind eben Allegorien. Und diese Allegorien verraten eben verschiedene Botschaften, die ich jetzt ins Detail erklären möchte. Fangen wir mit diesem Bild hier an. Wir sehen hier einen brennenden Wald und tote Menschen verschiedener Ethnien, zum Beispiel hier ein Indio sehen wir aus Lateinamerika und hier ein blondes Mädchen zum Beispiel. Und auch tote Tiere, aber eine Schildkröte, ein Leopard. Dann haben wir diese Theken hier aus Glas und drinnen sehen wir ausgestorbene Tiere. Also das sind mehr oder weniger die letzten Exemplare, tot ausgestopft, wie auch immer. Ins Detail kann man das hier sehen, zum Beispiel das letzte Exemplar einer Taube, Passenger Pigeon. Dann nochmal das tote Mädchen hier. Und hier haben wir einen blonden Jungen mit einem Eichhörnchen in der Hand und hier den toten Leoparden. Also es geht hier, würde ich einfach sagen, um das Thema Umwelt, um das Thema Klima. Ja, brandaktuell würde ich einfach sagen, und es ist nicht verwunderlich, dass ein Linksliberaler, ein Social Justice Warrior, so eine Allegorie gemalt hat. Gut, und dann sehen wir hier das darauf folgende Bild, also sozusagen die Lösung dieses Problems. Und die Lösung bestünde darin, dass sich die Kinder und die Jugendlichen zusammentun und etwas für die Umwelt machen. Ja, das erinnert mich an was. Und ja, klar, man sieht ja Menschen aus verschiedenen Ethnien, die eben in Richtung Mitte des Bildes konvergieren. Dann haben wir lebendige Tiere in ihrer natürlichen Umgebung sozusagen. Aber sehr interessant ist diese Abbildung hier in der Mitte. Die schauen wir uns jetzt an ins Detail. Ja, eine Pflanze mit einer einzigen Wurzel und eine Art Aura ihr. Und diese Pflanze hat verschiedene Farben. Manche sehen in dieser Metapher, in dieser Allegorie, irgendwie die genetische Modifikation. Ich würde eher nein sagen. Es geht hier darum, dass diese Farbe eben dass diese Pflanze die Farben des Regenbogens trägt und hat eine Wurzel, eine einzige Wurzel. Das heißt, es symbolisiert die neue Menschheit, alles bunt und die Wurzel ist eine für alle. Irgendwie erinnert das auch an ein altes Lied von der Band Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Es geht unter anderem um dieses Thema und in dem Video gibt es auch eine ähnliche Symbolik. Aber weiter geht's hier. Es ist nicht mehr das Thema Umwelt dominierend oder Klima. Ja, wir sehen hier einen bösen Soldaten, würde einfach sagen General nach der Kopfbedeckung hier. Und er stiftet Krieg sozusagen. Interessant zu sehen hier an der Kleidung, der trägt so gut wie kein Abzeichen. Er hat ein Sturmgewehr in der Hand und in der anderen Hand trägt er einen Säbel. Wie gesagt, er hat keinerlei Abzeichen, bis auf dieses Detail hier auf dem Hut. Und das ist ein Reichsadler, ein
imperialische Adler. Man könnte schon gleich eventuell an Themen wie Faschismus oder Imperialismus denken. Vielleicht ist es wirklich so, allerdings nicht oder nicht zwingend im Sinne eines übertriebenen Nationalismus, denn wir sehen hier, dass dieser Soldat keinerlei nationale Fahne hat. Also das ist alles mehr oder weniger im Militär grün hier, die Waffen sind grau und wo er schwadroniert hier, ist auch der Regenbogen grau. Interessante Details sind auch hier die Ruinen, die man sieht, die erinnern eher an den mittleren, also an den Nahen und den Mittleren Osten. Und in der Tat sehen wir auf der anderen Seite des Gemäldes, also auf der linken Seite, Frauen mit Kopftuch, Vertriebene, die eben ethnisch gesehen sehr wohl eben an dieses Gebiet erinnern. Und da unten sehen wir hier ein Schriftstück, das ist mehr oder weniger, ich würde nicht sagen ein Gedicht, aber das ist mehr oder weniger das Schreiben eines Kindes beziehungsweise eines Mannes, sagt, ich war einmal ein Kind und ich sehnte mich nach anderen Welten, aber ich bin jetzt nicht mehr ein Kind und ich habe die Angst kennengelernt, ich habe auch gelernt zu hassen und wie tragisch es war, eine Jugend mit Feinden und mit Galgen und jetzt hoffe ich, glaube ich, dass ich immer noch einfach schlafe und wenn ich aufwachen werde, werde ich wieder ein Kind sein. Also auch das Thema eben Generation Kind erwachsen in dem Sinne. Das erinnert ein wenig an Kinder an die Macht, Herbert Grönemeyer. Und gleich haben wir das nächste Bild. Also nochmal, wir sehen hier Krieg mit diesem bösen imperialistischen General und gut, dieser Flughafen ist in Amerika. Man erwartet vielleicht jetzt als Gegenreaktion irgendwie die Glorifizierung der US-amerikanischen Streitkräfte, die den Liberalismus vertreten und die Welt von diesem Despoten befreien. Das war mehr oder weniger immer das Leitmotiv in den zwei Weltkriegen und dann in der Nachkriegszeit. Aber weit gefehlt. Wir haben hier eben den Siegeszug des Regenbogens hier oben und der böse Mann liegt hier am Boden tot und seine Waffe ist zerstört. Da oben sitzen Friedel die Friedenstauben und wir haben wieder mal hier Kinder und Jugendliche, die eben den Weltfrieden feiern, hier in mehreren Sprachen ausgedrückt. Und wir sehen, dass dieses Bild irgendwie eine eigene Dynamik hat. Also alle Figuren tendieren mehr oder weniger zu diesem Punkt fast in der Mitte. Aber diese Allegorie verrät eben einige Dinge mehr. Und zwar, also okay, wir haben hier wieder mal den toten bösen Mann, das Bösewicht. Und hier die Bilder des Friedens. Also hier haben wir den Balkan zum Beispiel allegorisch dargestellt. Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien und Serbien. Dann hier die Volksrepublik China und Tibet, Iran und Irak, Großbritannien und Irland. Das ist eine Anspielung an den als der Konflikt in Nordirland. Hier USA und Russland. Also wir sehen hier deutlich den russischen Jungen hier und den US-amerikanischen Jungen und das russische Mädchen. Und hier eben Israel und Palästina. Also das ist auf alle Fälle etwas Gutes, würde man einfach sagen. Und was tragen alle diese Jugendlichen hier? Die tragen etwas eingehüllt in den Nationalflaggen und das sind eben Waffen, Schwerter. Da sehen wir nochmal das Detail des Amerikaners und der Russin. Und diese Kinder tragen diese Schwerter zum Mittelpunkt, wo eben die Schwerter zu Flugscharen umgehauen werden. Also, und diese Metapher dürfte, glaube ich, jedem Deutschen bekannt sein aus der Wendezeit. Schwerter zu Flugscharen ist ein Zitat aus der Bibel und das zur Redewendung geworden ist. Ziel des Völkerfriedens durch weltweite Abrüstung und Rüstungskonvention.
Und ab 1980 wurde das Zitat zum Symbol staatsunabhängiger Abrüstungsinitiative in der DDR, das auch Teile der westdeutschen Friedensbewegung übernahmen. Eigenartigerweise, weil bis dato die westdeutsche Friedensbewegung hauptsächlich aus Kommunisten bestand, die eine einseitige Abrüstung forderten und irgendwie zwar mehr oder weniger die Meinungsfreiheit hier genossen, und die hatten alle Institutionen schon infiltriert, ihr wisst schon, seit 1968, aber die Turteln sind sehr wohl mit dem Ostblock, denken wir eben an Rudi Dutschke, der eben sich kritisch zum Prager Frühling geäußert hatte und die Unverschämtheit besaß, in Prag zu sagen, ja, das System sei gar nicht so schlecht. Und in der Tat haben wir hier das Logo, Schwerter zu Pflugscharen. Und das ist eben wirklich ein Zitat aus der Bibel, aus dem Buch des Propheten Micha. Aber viele wissen das nicht. Das ist, es gibt auch eine andere Verwendung dieser Metapher. Und zwar, ich würde einfach sagen, andersrum. Und zwar, es geht um diesen Aphorismus hier. El aratro che traccia il solco, ma è la spada che lo difende. Il vomere e la lama sono entrambi di acciaio temperato, come la fede dei nostri cuori. Ins Deutsche übersetzt. Es ist der Pflug, der die Furche durchzieht. Aber es ist das Schwert, das sie verteidigt. Und die Pflugschar und die Klinge sind beide aus gehärtetem Stahl, wie der Glaube unserer Herzen. Das ist ein Zitat, ein Spruch dieses Mannes hier. Ja, wenn man, also für die Leute, die ihn nicht kennen, das ist Benito Mussolini. Also wir haben auch hier sozusagen eine deutliche Anspielung, einen, also in, auf dem Wandbild nochmal. Hier haben wir den Krieg durch einen Faschismus, der aber wiederum keine nationalen Farben trägt. Dann haben wir den Tod sozusagen der alten Ordnung, eben die Symbolik der Abrüstung, Schwerter zu Pflugscharen und eben den Weltfrieden. Also da unten ist die alte Ordnung, sozusagen die imperiale Ordnung, würde ich mal einfach sagen. Und da oben ist die neue Ordnung der Demokraten und der Gleichheit, der selbsternannten Gleichheit und der selbsternannten Demokratie. Aber es gibt noch etwas Interessantes. Hier sehen wir ins Detail, wer der größte Friedensstifter ist. Also wer ist derjenige, der eben das Schwert zum Pflugschar umgestaltet, und zwar mit einem Hammer. Man glaubt es nicht, ein deutscher Junge. Wir sehen hier eindeutig die Tracht. Gut, so präzise ist es nicht, aber nochmal, es ist eine Allegorie. Das ist klar, dass zum Beispiel ein schwarzer Mann aus Afrika mit traditionellen Schmuck abgebildet wird. Vielleicht nicht so originalgetreu, aber die Andeutung ist ziemlich klar. Und hier ist es eindeutig ein deutsches Kind. Wir sehen hier den klassischen Sakko einer Tracht. Ja, man glaubt es nicht. Normalerweise ist das Thema, der US-amerikanische Soldat sei der Befreier und wird glorifiziert. Dagegen haben wir deutlich gesehen auf diesem Wandbild, dass die Amerikaner zwar eine Rolle spielen, aber zusammen mit allen anderen, hier zusammen mit den russischen Medien, und sie sind auch nicht irgendwie größer oder kleiner dargestellt als andere Völker der Welt. Nein, es hier die zentrale Figur, derjenige, der tatsächlich die Handlung vollzieht, ist ein Deutscher. Und ja, heute sehen wir, dass genau alle diese Themen maßgeblich von der deutschen Bundesregierung forciert werden, mehr als von allen anderen Regierungen weltweit. Bis dahin irgendwie vielleicht nichts Außergewöhnliches, wenn man denken würde, diese Bilder seien vor kurzem entstanden, aber weit gefehlt. Diese Bilder wurden vor der Eröffnung des Flughafens Denver angefertigt. Und zwar eben ja im Jahr 1994 gemalt und aufgestellt. Das sind glatte 25 Jahre. Und hier will ich nicht unterstellen, dass man das so genau geplant hätte. Vielleicht ist Plan ein großes Wort. Aber
diese Allegorien entstehen nicht so umsonst und das waren wahrscheinlich damals Wunschdenken, aber die sind heute Realität. Ich würde einfach eben behaupten, dass hier zumindest die Absicht oder die groben Umrisse eines Vorhabens dargestellt wurden. Also, ich würde sagen, ziemlich eindeutig. Diese Wandbilder aus dem Jahr 1994 zeigen Dinge, die wir heute erleben. Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen. Es wurde kein Tages-, Monats- oder jahresgenauer Plan aufgestellt, sondern lediglich das gewünschte Ergebnis. In diesem Sinne, liebe Freunde, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal und unterstützt meine Arbeit nicht durch Spenden, sondern durch den Erwerb meiner Bücher und meiner Merchandising-Artikel. Alle Links, wie immer, hier unten in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.